So, Freunde, euer Simon hier. Es ist Mittwoch, es ist selbstverständlich Thema Ernährung. Wir stehen auf euren Wunsch mal wieder in der kleinen Body-AP-Küche und es gibt ein authentisches, echtes Rezept hier aus unserer Body-AP-Küche, so wie wir es hier machen zur Mittagszeit, zur Nachmittagszeit. Möchte euch auch da wirklich einen Vorschlag machen. Wir haben uns hier nämlich so, das ist keine Werbung, wir haben den hier ganz normal geholt, wir haben uns so einen Reiskocher geholt und ich habe mich wirklich lustig gemacht am Anfang. Das ist, Kamil weiß, wovon ich rede, ich habe mich lustig gemacht. Hier wird viel Reis gekocht und ich habe mich total lustig gemacht. Leute, wofür braucht man einen Reiskocher? Wofür? Ich verlinke euch unten mal unseren, weil ich finde, es ist wirklich für den Preis, kriegt man echt ganz gut. Ich glaube, das Ding kostet 20 Euro oder so. Wie gesagt, keine Werbung, wir haben den ganz normal geholt und wir haben den jetzt schon länger hier. Ich habe mich lustig gemacht, weil ich gesagt habe, man braucht doch keinen Reiskocher. Wofür braucht ihr einen Reiskocher? Ihr braucht doch einen Topf und Reis. Also für mich ist es das Einfachste, Reis zu machen. Trotzdem ist hier immer der Reis verbrannt. Das ist der erste Grund. Und der zweite ist, ich zeige euch heute mal, wie man sich wirklich in einem Reiskocher vollwertiges, komplettes Gericht zaubern kann, was wir jetzt hier auch machen. Und ich kann tatsächlich empfehlen, sich einen Reiskocher zu holen. Ist kein Witz, ist kein Scherz, weil es noch einfacher geht es nicht, sich ein gutes, schnelles und wirklich sehr, sehr gesundes Gericht zu zaubern. Heute zeige ich es euch. Ihr könnt es alternativ auch in einem Topf machen, dann müsstet ihr aber unten wirklich öfter mal umrühren. Das ist eben der Vorteil von einem Reiskocher, da brennt nichts an. Das ist ein Riesenvorteil. Und der Vorteil zu einer Pfanne, ihr könnt es auch in einer Pfanne machen, aber wir haben hier eben viel Volumen, sodass wir eben auch Dampf garen. Das ist einfach so der schönste Vorteil eines Reiskochers und deswegen finde ich tatsächlich, es ist eine sinnvolle Investition. Da gibt es auch so teure, aber meiner Meinung nach braucht ihr nicht. Einfach so ein Ding, wo so zwei Stufen drin sind und dann reicht auch so ein Reiskocher. Wirklich sehr, sehr, sehr cool. Bevor wir mit dem Rezept starten, ganz, ganz wichtig, weil viele fragen, bei uns läuft die Black Week bis Sonntag, aber eben nur, solange der Vorrat reicht. Das heißt, für alle Bestellungen ab 50 Euro gibt es eine komplette Probenbox mit allen Whey-Geschmäckern kostenlos dazu. Ab 100 Euro gibt es die Probenbox und ein ganzes Gym-Set sozusagen mit Gym-Bag, mit Shaker, mit Handtuch und ja, das ist wirklich sehr, sehr cool. Eine sehr, sehr schöne Aktion mit Gutschein habe ich aufgenommen. Wie gesagt, läuft bis Ende Sonntag. Aber bei einigen Produkten eben nur so lange der Vorrat reicht. Das sage ich dazu. Ärgert euch nicht, wenn ihr zu spät zuschlagt. Aber wie gesagt, die Aktion läuft. Viel Spaß beim Shoppen. Ich finde es eine sehr, sehr coole, Sache für alle, die sowieso bei uns shoppen wollten. So. Das zu dem Thema. Wie gesagt, Reiskocher und was brauchen wir? Wie gesagt, schreibt mal dazu, ob es in der Pfanne geht, müsste es auch gehen. Und im Topf würde ich vielleicht so einen Dunstaufsatz noch mit da drauf nehmen und so weiter. Oder einfach so einen Reiskocher nehmen. Alles in einem Reiskocher. Was brauchen wir dazu? Ja, wir brauchen 500 Gramm Brokkoli. Ganz wichtig, Brokkoli solltet ihr immer essen. Und viele fragen eben, wie mache ich den Brokkoli am besten? Am besten eben dünsten. Und das geht im Reiskocher. Meine lieben Freunde, dünsten ist wirklich die beste Variante, auch insgesamt für andere Gemüse und so weiter. Bei diesen Reiskochern gibt es noch so einen Aufsatz, braucht ihr nicht. Ich zeige euch gleich, wie es noch viel besser geht, ohne diesen ganzen Aufsatz und so weiter. So, also 500 Gramm frischen Brokkoli, ganz wichtig, frisch, weil dann wird der perfekt. So, wir brauchen 100 Gramm Reis. Und wir brauchen 100 Gramm rote Linsen. Wie gesagt, im Reiskocher könnt ihr nicht nur Reis machen, sondern alles. Alles rein und einfach vermischen. Ihr wisst, die Mischung aus roten Linsen und Reis ist perfekt. Rote Linsen haben viel Eiweiß, aber einige essentielle Aminosäuren sind nicht so stark vertreten. Und im Reis haben wir super hochwertiges Eiweiß, aber sehr wenig. Die Kombi schafft uns ein perfektes Protein für den Muskelaufbau und so weiter. Immer die Kombi machen und es schmeckt auch fantastisch. So, wir brauchen absoluter Tipp für all die Leute, die auf ihre Kalorien ein bisschen achten wollen, die aber trotzdem diesen Geschmack von Kokosmilch, von Kokosfett haben wollen. Anstatt Kokosmilch, die recht viel Fett hat, die auch gut ist, aber wie gesagt, wir sind kalorisch recht hoch, könnt ihr diese Kokosmilch, dieses Kokoswasser oder wie das heißt, Kokosmilch ist das, glaube ich, Kokosdrink oder so. Wenn ihr euch da die Nährwerte anschaut, das Zeug ohne Zucker nehmt, dann haben wir keine Kohlenhydrate, wir haben kein Eiweiß und nur minimal Fett. Und vom Geschmack, natürlich bringt das nicht diese Sämigkeit rein, aber dieser Geschmack von diesem Kokos, das in Kombi mit Curry, ist einfach grandios, wirklich. Ihr könnt damit eben auch Currypfannen und so weiter machen. Richtig, richtig guter Tipp, wirklich absolut. Holt euch das Ding mal eben, wenn ihr ein bisschen auf Kalorien schauen wollt. So, einmal das brauchen wir. Eine Tomate, mein absoluter Tipp sowieso im Reiskocher auch, im Topf nochmal, habe ich euch auch schon mal gezeigt. Einfach eine Tomate in die Mitte und ganz und danach einfach zerstampfen. Dann habt ihr praktisch wie so eine kleine Tomatensauce. Curry, ein bisschen Salz, ein paar Erdnüsschen. Warum ein paar Erdnüsschen? Weil es perfekt eben zu diesem Currygericht passt.
Erdnüsse aber auch nochmal, haben viel Eiweiß, passt auch nochmal perfekt zum Reis und zum rote Linseneiweiß und ein paar ungesättigte Fette. Denkt dran, auch wenn ihr viel mit Gemüse und so weiter macht, ein bisschen ungesättigte und mehrfach ungesättigte Fettsäuren sorgen einfach dafür, dass die Vitamine auch wirklich besser aufgenommen werden können. Die fettlöslichen Vitamine auf jeden Fall. Deswegen auch immer so eine kleine Fettquelle dazu nehmen, auch wenn ihr irgendwie auf eure Kalorien achtet. Hier nehmen wir einfach, weil es so schön passt, einfach ein paar Erdnüsse. Ungesalzen selbstverständlich und am besten ungeröstet, so einfach irgendwie im Backofen oder ganz Natur oder so. Passt fantastisch. Dann nehmen wir so 20, 25 Gramm in etwa. Haben wir alles? Ja. Und das war's schon. Ich möchte euch hier zeigen, so einfacher geht es nicht. Das kann jeder und keiner muss auf irgendwas aufpassen. Das Schöne ist bei so einem Reiskocher, ihr macht das Ding an und könnt einfach gehen. Wenn das fertig ist, dann ist es fertig. Da brennt nichts an, ihr müsst nicht rühren und so weiter. Das ist wirklich das Simpelste. Deswegen steht es auch bei uns hier immer im Büro, weil irgendeiner macht den an. Früher war es ein Topf mit Reis und dann ist er angebrannt. Und keiner war verantwortlich. Und hier passiert einfach nichts. Das ist so der schöne Vorteil hier bei uns im Büro. Also, wie gehen wir vor? Eine Tasse Reis, 100 Gramm, eine Tasse rote Linsen, auch 100 Gramm zusammen rein. Zwei Tassen von dieser Kokosmilch und zwei Tassen Wasser. Denkt dran, immer ein bisschen mehr sogar, ein bisschen mehr als die doppelte Menge vom Reis und von den roten Linsen, praktisch die Flüssigkeit. Immer ein bisschen mehr als die doppelte Menge, einfach oben drauf. Tomate, oben den Strunk rausschneiden und praktisch mit dieser rausgeschnittenen Seite einfach genau in die Mitte so ein bisschen reindrücken in das Ganze, in die Flüssigkeit. Ihr werdet sehen, wenn das fertig ist, dann ist die Tomate so weich, dass ihr einfach mit einer Gabel zerstampfen könnt, umrühren könnt und dann habt ihr eure Tomatensauce sozusagen. So, bisschen Curry, bisschen Salz, nicht zu viel, einfach ein bisschen praktisch drumherum streuen, das so ein bisschen vermischen. Jetzt der absolute, ein paar Erdnüsschen, 20, 25 Gramm, wirklich nach Gefühl, nach Geschmack, wie es in eure Nährwerte passt. Ganz wichtig. Und jetzt den Brokkoli, einfach den großen Strunk abschneiden und wirklich diese Bäumchen, diese Röschen nicht in diesen Dunst auf Satz, sondern wirklich mal mit dem Stängeln unten einfach reinstellen. Warum? Oben ist es nicht in Wasser, oben wird es nur gedünstet und der Strunk, der sonst immer beim Dünsten so ein bisschen hart bleibt, wird weich. Mein absoluter, ich glaube, ich habe es erfunden oder so, ich weiß es nicht, aber ich habe es einfach mal so von der Logik gemacht und es hat super funktioniert. Deswegen absoluter Geheimtipp, vielleicht auch wenn ihr es im Kochtopf macht oder so, das könnt ihr auch im Kochtopf machen. Einfach Wasser unten ein bisschen rein, die so reinstellen und dann Deckel drauf und dann einfach dünsten. Meine beste Dünstmethode überhaupt aktuell, wirklich, wird sehr, sehr gut und wird sehr lecker. So, das oben reinstecken, wie gesagt, Erdnüsschen hatten wir drauf. Deckel drauf, fertig. Das war's. Ihr macht den Knopf an, ihr geht und nach ungefähr 15 bis 20 Minuten, guckt kurz rein, ist das wirklich fertig. Das war's. Ihr nehmt den Deckel runter, ihr stampft die Tomate klein, ihr verrührt alles einmal richtig schön und euer Gericht ist fertig. Das ist absolut genial. Also es ist wirklich Kochen für die schlechtesten Köche, aber auch für gute Köche, weil es wirklich auch sehr, sehr lecker ist. Ich zeige euch mal die Nährwerte, warum das so genial ist. Das ist zum Beispiel für mich meine Portion, das ganze Ding ist so eine Portion nach dem Training. Ich habe viele Kohlenhydrate, wir haben etwa 140, 145 Gramm Kohlenhydrate. Das ist fast das ist ein Großteil meiner Tagesmenge. Und ihr wisst, ich esse meine Kohlenhydrate hauptsächlich nach dem Training. Wir haben eine super Eiweißmenge, wir haben fast um die 60 Gramm Eiweiß und hochwertiges Eiweiß. Das Gericht ist diesmal tatsächlich vegan. Genau, ich mache ja manchmal einen kleinen Fehler, aber hier 100% vegan und ein perfektes veganes Rezept. Viel Eiweiß, hochwertiges Eiweiß. Um die 60 Gramm, das sind gute zwei Portionen. Ich sag mal, für jemanden, der sich das aufteilt, sind das perfekte zwei Portionen, habt ihr eben 30 Gramm Eiweiß pro Portion. Hier 60 Gramm auf die ganze Portion und in etwa 15, 16 Gramm Fett. Ein paar MCT-Fette von der Kokosnuss und eben durch die Erdnüsse ein paar ungesättigte Fette. Wirklich sehr, sehr schöne Fettmenge, nicht zu viel, aber wie gesagt, ein paar brauchen wir. Super, super, super toll. Knapp über 1000 Kalorien. Perfektes Rezept, wirklich für jemanden, der so Renegade-mäßig oder intermittierendes Fasten macht nach dem Training. Ansonsten super zwei Portionen zum Nachmachen. Auch super eben zu Hause oder im Büro. Das ist so schnell gemacht, so einfach, so genial und so lecker. So, so, so lecker. Schmeckt wirklich wie so ein schönes Curry-Reisgericht. Fantastisch. Ihr könnt selbstverständlich ihr könnt das tricksen. Schreibt bitte drunter, wie ihr das noch auftunet sozusagen. Ob ihr da ein bisschen Hähnchen oder dann bist du natürlich nicht mehr vegan oder irgendwie ein bisschen Tofu würde wahrscheinlich gut reinpassen oder irgendwas anderes. Ein paar Garnelen könnten super reinpassen. Aber das ist so das Grundrezept, was ich euch empfehlen würde. Einfach mal zum Nachmachen. Einfach mal überlegen. Wie gesagt, ich habe mich früher lustig gemacht über den Reiskocher. Jetzt weiß ich, warum das Ding echt Sinn macht.
wie gesagt, keine Werbung. Wir haben das Ding schon hier total lange stehen. Ich glaube, auch den zweiten schon davon oder so. Deswegen, aber einfach mal so als kleine Idee, wenn ihr irgendwie was braucht oder so. Ich habe zig Küchengeräte, die werden nie benutzt. Reiskocher wird täglich benutzt. Deswegen kann ich euch das einfach empfehlen, einen kleinen Reiskocher. Und man kann eben sehr, sehr viele tolle Gerichte komplett alles in einem Reiskocher machen. Danach ist das schnell sauber gemacht. Dieses obere Ding könnt ihr in eine Spülmaschine schmeißen und fertig. In diesem Sinne, meine lieben Freunde, nachmachen. Freut euch auf die Black Week. Wie gesagt, shoppt da fleißig. Vielen, vielen Dank für die ganzen Einkäufe. Und wie gesagt, die Bänder sind jetzt fast da. Also da könnt ihr auch jetzt schauen. Wir sind praktisch auf dem Weg. Und die besten Supplements, Body and Nutrition, die besten haben wir am BIPWare. Abonniert den Kanal, bleibt dabei, schaut bei Facebook, Instagram vorbei. Und bis zum nächsten Video.